Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles mit der Mod Savage Wilds. Ja, ich bin gerade rein ins Spiel und hab dann erstmal festgestellt, ich habe noch gar nicht das Aufnahmeprogramm gestartet. Das war mal wieder glorreich. So, ich habe eine neue Idee. Das hier hinten reißen wir wieder ab. Das will ich nicht. Ich werde hier wohl unsere Schatzkammer platzieren. Weil, Moment, wir wollen ja auch, oder wir müssen ja auch, die ein oder andere Säuberung hier starten. Damit wir an die Klamotten rankommen. Nein. Und ich habe mir überlegt, hier hinten die Ecke ist dafür, glaube ich, ganz gut geeignet. Das weg, ja. Ja, dann nehmen wir die Fackel auch noch wieder weg. Müssen wir ja nicht verschwenden, ne? Ja. Nein. Richtig. Ja, eigentlich müsste ich jetzt gerade noch rendern. Ich sage jetzt gerade, es ist jetzt Sonntagmorgen, kurz nach 9. Aber die Aufnahme scheint, kaputt zu sein. Und ich habe entschlossen, ich will mir damit jetzt nicht meinen Sonntagmorgen ruinieren. Und mache erstmal was anderes. So, jetzt würde ich gucken. Wie viel haben wir denn an guten Baumaterial? Ihr hattet die Ziegel, sieht doch schon mal gut aus. Ah, Stahlverstärkung habe ich nicht wieder angemacht. Ne? Die habe ich vergessen. Wie viel haben wir denn? 200. Muss ich schlecht dringend machen. Holz sollten wir genügend haben. Nicht das Holz, sondern das. Na, gucken wir mal eben, wie viele Foundations können wir denn machen. Was ist das eigentlich alles? Nee. Ich weiß nicht, für so eine Schatzkammer. Habe ich den Rest noch nicht gelernt? Wissen. Bauen. Doch, habe ich. Hä? Menü? Ich habe einfach nur dran vorbeigezwirbelt. Ist zwar zu edel für eine Schatzkammer. Enemitisch auf gar keinen Fall. Das zeigt ja unseren Reichtum. Sagen wir mal. Ist da noch was drunter?
Oder ist das hier einlagig? Hier ist einlagig, okay. Sechs. Sieben wäre mir lieber. Eins, zwei, drei, ja, sechs. Wegen der Tür, wisst ihr? Wir werden eh nicht so hoch gehen. Dammit. Ach, was soll's. Wir lassen die untere Reihe. Ist mir egal, es wird zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. So. Was 6 mal 6. Sieht aber irgendwie. Machen wir 7. Ob das so bleibt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Das ist erstmal nur eine Idee, die ich habe. Und die Mats reichen ja eh nicht. Mit der kleinen Ecke, da kann ich leben. Muss ich mir sowieso überlegen, wie wir unsere Gegner hier heranführen. Vielleicht wird das hier hinten auch doch noch unser Tempel. Ich weiß es nicht, kann auch sein. Vielleicht ändern wir die Baumaterialien auch nochmal. Das weiß ich alles nicht so im Vorfeld. Das alles irgendwie erstmal sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt richtig hoch haben will. Mir das niedrig reicht. Das ist auch schwierig. Mit dem bisschen an Baumaterial. Dächer. Wo waren denn die schönen roten hier? Na toll, noch zwei. Ich weiß es doch nicht.
abgesehen davon, dass ich da die Wand falsch rum habe. Dann machen wir den Tempel nach da hinten. Den Schrein. Oh, hier gefällt er mir nicht besser mit dem Licht im Hintergrund. Ah, ich weiß es wieder nicht. Ich brauche mehr Matz. Okay. Geht auch langsam zu Ende. Schöne Ziegel. Den raus. Ein bisschen Schwefel holen. Ihr müsstet neuen Schwefel holen. Ich würde sagen, dann machen wir gleich als erstes. Gehen direkt mal losholen. Eine Ladung Schwefel. Das geht erstmal noch. Ja. Ist relativ dringend, ne? Kann aber auf jeden Fall nicht schaden, würde ich sagen. Wir haben noch so viel zu tun. Gleich nach den Fischen gucken. Nein. Das Bett können wir noch platzieren. Wer hat denn noch kein Bett? Er hat ein Bett. Oder sie oder die. Hier ist noch kein Bett drin. Oh. Stimmt, halt mal da hin. Ja. Nehme ich die jetzt mit? Ich glaube nicht. Gehen nur eben ein bisschen Schwefel holen. Hatte ich? Ja, hatte ich. Okay. Machen wir das schnell. Nicht nerven uns die Krokodile auch nicht. Wo ist er denn? Stein? Steine mitnehmen.
wir den Ofen auch wieder voll haben. Wenn wir schon einmal hier am Kloppen sind. Oder? Machen wir heute mal ein bisschen zusammen. Heute ist Muttertag. Ich hoffe, ihr habt alle dran gedacht. Wenn ihr denn den Muttertag zu feiern habt. Keine Krokodile da. Doch, sie sind da. Lass mich in Ruhe. Nervt. Ah, jetzt hat er mich tatsächlich erwischt. Er ist ja selber schuld, oder? Ich habe alles dafür getan, damit er im Leben bleibt. Oder sie. Okay. Oder? Nehmen wir direkt noch hin damit. Mir ist gerade eben, oder was heißt gerade eben, mir ist gerade aufgefallen, auf Exzellenz stelle ich eigentlich nie gehärteten Stahl her. Den bekomme ich einfach durchs Zerlegen. Ich weiß jetzt gerade in dieser Sekunde nicht, wie ich gehärteten Stahl herstelle. Weiß ich nicht mehr. Das schwarzes Eis für? Ich glaube ja, ne? Oh. Sag mal. Ich glaube, wir brauchen ein schwarzes Eis, ne? Nur gut, dass ich auf der Map ja genau weiß, wo das ist. Naja, es wird irgendwo im Schnee sein. Das heißt, wir müssten bald mal einen kleinen Ausflug Richtung Schnee machen. Was auch bedeutet, ich müsste meine Begleiter mal leveln. Ich will nicht. Na Hose. Warum? Ich hab den noch. Ich werde. Ach, der Spawnpunkt ist immer noch da, den muss ich. Mal gucken, ob das jetzt stimmt. Scharwefel. Katsching. Läuft dann auch wieder durch. Moment. Wird auch laufen.
Gucken wir eben bei den Ledern. Dann läuft das mal einiges durch. Ich muss das Salz und dann mal hier rein. Versorgungsdruck aufstellen. Das fällt mir schon wieder was ein. Oh nein. Ich habe immer noch nicht in die Kommentare geguckt. Weil ich wieder spielen will. Wie lange hat er noch? Ich weiß nicht. Mach ich jetzt gleich. Wenn die. Nach der Aufnahme gehe ich erstmal gucken. Muss ich erstmal in die Kommentare. Womit die Jungtiere da hops gehen. Das möchte ich nämlich nicht. So, dann lass uns noch Fische holen. Mein Gott, jetzt mache ich hier so eine Nebenbei-Folge. Die ich eigentlich sonst alleine mache. War jetzt so nicht geplant. So, jetzt brauche ich wieder Samen. Und wenn ich jetzt losziehe, ohne mich hier drum zu kümmern, dann komme ich immer weiter ins Hintertreffen. Was den Base-Ausbau angeht. Ein bisschen die Produktion zumindest am Laufen halten. Hopfen ist nicht verkehrt. Eigentlich. Geh weg, du blöder Vogel. Auch wenn wir kein Bier brauen. Vielleicht irgendwann. Reusen hier wieder bestücken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach, die zwei Fische da dran sind mir jetzt egal. Ich muss sowieso mal gucken, ob wir auch. Was er bisher geschrieben hat. Ich. Ja, es tut mir leid.
komme einfach nicht dazu, gerade in die Kommentare zu gucken. Weil ich gerade dabei bin, dass ich die Folgen immer uploade und vor allen Dingen ich versuche jetzt mal wieder so ein, zwei Tage bei allen Spielen vorzuproduzieren, falls mal was dazwischen kommt. Ich schmeiß die jetzt erstmal nur da rein. Okay, Leder läuft auch. Let me have a look. Ja gut, das wirkt jetzt natürlich noch überhaupt nicht. Das kann erst funktionieren, wenn der Rest hier ich glaube, das hier vorne mache ich schon mal wieder weg. Ich hätte zuerst so gedacht, so eine kleine Wachempore oder so, aber ich denke nicht. Aber ich weiß nicht, eigentlich müssten wir höher gehen. Sonst passt das ja gar nicht mit dem Riesenfeuer. Ich weiß es noch nicht. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich eventuell die Stadt aufteile, dass ich hier wirklich so einen Handwerker-Arbeiterbereich habe, der, ja, ich sag mal, von den Baustoffen her nicht so toll ist und dass wir dann von hier ab oder so darüber irgendwohin dann besser bauen. Andererseits sind Handwerker ja auch schon sehr wertvoll für uns. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Da, kein gehärteter Stall. Völlig ungewohnt. Aber wir könnten mal eben noch. Ach so, ich habe ja stellenweise die Werkbänke ausgetauscht. Jetzt brauchen wir ein bisschen Leder. Kann ich das auch ziehen? Nicht wirklich. Hab ich nichts gemacht? Oh, nö. Ja, nie. Ich muss einfach alles reinkommen. Auch wenn nicht da reingehört. Nein, den nicht. Den brauchen. Der ist wertvoll. Also müssen wir noch die Verbesserung machen. Da. Nee. Quatsch. Wo ist denn das Mittelding? Ja. Okay, dann holen wir mal eben Leder in der Zeit. Wenn wir nämlich unsere. Warte. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Habe ich natürlich jetzt wieder nicht drauf geachtet. Wie viel wir brauchen. Ja. Na, dann haben wir nämlich zwei Stahlspitzhacken. Du kommst da wieder raus. Du hörst da nämlich gar nicht rein. Jo.
das wäre eine Papyrusrolle gewesen. Das ist jetzt so eine ganz schlimme Aufnahmesession gerade für mich. Ich habe jetzt so das Gefühl, wir müssen noch ganz dringend irgendwas machen. Irgendwas für die Folge. Machen wir auch. Folgen. 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 So. Die habe ich auch noch nicht umbenannt. Wir machen noch Krokodil. Das will ich schon seit 2 Tagen, glaube ich, machen. Weil ich das Krokodil mal regelmäßig suchen gehe. Sind jetzt zu fünft und zur Not schaffe ich das Krokodil, glaube ich, auch alleine. Ich habe gedacht, ich kann die noch wegziehen. Oh, was passiert hier gerade wieder? Also. Vorsicht, Schwarzwege. Wir haben es überlebt. Gut, die eine hängt im Boden. Ach. Ah. Okay. Juri. Dann haben wir doch noch einen. Nicht jetzt. Habt ihr ihn? Wunderbar. Einen heroischen Akt begangen. In dieser Folge. Wir haben zumindest noch einen Boss gekillt. Wisst ihr, warte mal eben. Ich hab doch hier irgendwo. Hier. Doch hier so einen schönen Raum mit Teppichen gemacht hier. Zack. Mal dahin. Das ist unsere unsere Tafelrunde hier quasi. Wir haben zwar noch keine Tafeln, aber so richtig rund ist es auch nicht. Du, was haben wir denn hier? Gehärteter Stahlschild. Da kriege ich doch meinen ersten gehärteten Stahl raus. Ja, ich habe schon ein paar Schwerter. Aber im Moment benutzen wir die ja noch. Wie kriegt man denn da raus? 10. Na, ja, das ist schon. Da sehe ich zumindest mal wieder Licht am Horizont. Vielleicht muss ich doch nicht unbedingt los, um mir ich glaube, ich habe genug Silber Stauben. Bilde ich mir zumindest gerade ein. Was wollte ich denn da rein tun, das hier? Okay, ich würde aber auch sagen, ja, soll es das für diese Folge gewesen sein? War jetzt so ein bisschen anders, als ich gedacht habe, als ich die Aufnahme gestartet habe. Aber
letzten Endes gehört es ja auch dazu, ne? Muss ja auch gemacht werden. Warum ist da kein Platz mehr drin? Was soll denn das? Nehmen wir das raus. Jo, nehmen wir das da rein. Stahl, Stahl, Zimmerianisch. Perfektioniert. Nö, ich habe auch gar keine gehärteten Stahlwaffen. Nun gut. Ach, mein Gott. Jedes Mal erschrecke ich mich dabei. Der läuft jetzt einfach so nebenher, der Battle Pass, ne? Da muss man ja eigentlich gar nichts mehr für machen. Der kommt jetzt wirklich so beim Spielen. Also ich beschwere mich da nicht drüber. Das ist alles super. Oh, 12 Pünktchen haben wir noch. Einmal das. Bisschen mehr Ausdauer. Und dann nehmen wir es mal ein. Nun gut, dann soll es das jetzt gewesen sein. Ich werde jetzt mal, während das Video gleich rendert, in die Kommentarsektion gehen und gucken, was ihr da geschrieben habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.